Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession zu Dead Space, dem Remake. Ich hoffe, es geht allen gut, hattet eine angenehme Woche gehabt und seid jetzt bereit für eine weitere Runde Dead Space. Habe ich ja schon gesagt. Ich wiederhole mich mal wieder. Naja, es ist, bin ich. Ich vertue mich immer. Und das wird sich auch wohl nie verändern. Nie ändern, doch. So, dann wollen wir mal. Ja, wir sind beim letzten Mal hier auf die. Ja, ich weiß gar nicht, wie das Schiff Valium oder so gelandet. Nachdem sie ja direkt in die Ishimura reingekracht ist. Ja, und wir sollen jetzt hier in diesen Kern hier rausholen. Ja, dann ich würde mal sagen. Machen wir uns mal auf die Socken, wo uns das Ganze hier auch noch um die Ohren fliegt, was wohl nicht allzu lange dauern wird. Vermute ich mal. So, wir haben mal wieder nichts zum Aufladen. Ich habe leider mal wieder vergessen, was zu holen oder was auch immer. Oder es ist einfach schon passiert. Naja, wird schon irgendwie schief gehen. Oh oh. Ja, das sieht da schon mal wieder super aus. Da kommt doch Freude auf, oder? Ah, herrlich. Diese Speed-Dinger. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir natürlich dieselbe Kleidung. Wir sind also passend gekleidet. Man könnte meinen, wir wären Crewmitglieder auf diesem Schiff. Naja, sind wir aber nicht. Ich frage mich immer wieder, wie kann eine, naja, so ausgerüstete Kampfeinheit wie die Valium und deren Crew von Necromorphs überrascht werden? Ich meine, die haben zwar jetzt die Kapsel angenommen, aber warum haben sie die aufgemacht? Die müssen doch das Vieh doch gesehen haben, oder nicht? Oder es ist, in Anführungsstrichen, Shen, was mal Shen mal gewesen ist, einfach ausgebrochen und die haben ihn gar nicht befreit. Aber trotzdem. Ich meine, er könnte ein oder zwei vielleicht angreifen, aber die anderen müssten doch einfach nur die Waffen nehmen und die dann erschießen, bevor sie sich überhaupt vermehren können. Können doch nicht alle ohne sich zu in Ansatzweise. Wir haben ein Problem. Die Bella hat einen 12 Megaton Sprengkopf an Bord. Der Torpedoraum wurde schwer getroffen. Du musst dich sofort um die Atombombe kümmern, bevor sie hochgeht. Kümmern? 12 Megatonnen? Du weißt schon, dass ich kein Atomtechniker bin. Du musst nur den Sprengkopf stabilisieren und ihn entsorgen, aber nicht in Richtung wie Ishimura. Oh Mann, Hammond. Du hast doch noch nie Monster mit einem Plasma-Cutter zerlegt. Bisher hast du alles geschafft. Ja, klingt super, Hammond. Ist kein Problem, schaffen wir schon. Nee, was ich sagen will, ich meine, wie können die alle sich überraschen lassen von den Monstern und nicht mal andersweise sich verteidigen können. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Oder waren alle so perplex gewesen und so überrascht, dass sie sich nicht bewegen konnten und deswegen alle abgemeuchelt wurden? Ich weiß es nicht. Ich würde gerne sehen, was es wirklich abgelaufen ist. Aber naja, das werden wir wohl nie erfahren. Es sei denn mal, es wird dann irgendwie ja aufgeklärt, aber das wird so auch nie passieren. Na gut, wir haben Hammond ja gehört, wir sollen einen Atomsprengkopf entschärfen. Ja, ist doch eine Kleinigkeit für unseren Isaac, ne? Er schafft ja alles. Der Isaac, der schafft das schon. Wer nicht unser Isaac? Wenn nicht unser Isaac, so. Na komm her. Okay, der steckt fest, der will nicht raus. Ja,
Der war so überrascht, der hat gerade seinen Kopf verloren. Ja, passiert, ne? Passiert. Ja, ja. Du flippst, Pete. Piepe. Mann, du bist immer noch nicht auf. Meine Güte. Blöd, Mann. Ja, gut. Die Soldaten haben wohl Stase-Einheiten dabei. Als sie sich verwandelt haben, verschmolzen diese Einheiten mit ihren Körpern. Haben sie verändert. Die sind verdammt schnell, Isaac. Sei wachsam. Ja, vielen Dank, Hammond, für die frühzeitige Warnung. Au. Ja. Ja. Jetzt haben wir die Stase-Einheit zerstört. Besprechungsraum. Was da wohl zu besprechen gab. Der Kerrigan an das gesamte Personal. Wir wurden von feindlichen Kräften geentert. Es handelt sich um Außerirdische. Ich wiederhole, Außerirdische. Und sie sind extrem gefährlich. Alles zu den Waffen. Feuer frei. Ja, und warum hast du nicht gefeuert und liegst hier jetzt so richtig zermatscht auf dem Boden? Meine Fresse. Haben wir alle Alzheimer. Oder Hildesheimer, wie Barry sagen würde. Ja, die leiden alle unter Hildesheimer. Ja, die wussten also doch davon. Die hatten den Auftrag, den Marker in Gewahrsam zu nehmen und eine Infektion, also dann Gegenmaßnahme zu. Also die sind nicht aus, ja, tu und nicht zufällig hier. Aber trotzdem haben sie alle sich abschlachten lassen. Ja, Top Leistung, Leute, Top Leistung. Ihr seid wirklich sowas von unfähig. Ihr könnt euch wirklich auf die Schulter klopfen, falls ihr das noch könnt. Was ich bezweifle mittlerweile. Ach ja. Ja, 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 du mich auch. Widerliche Idioten. Jo, war ja klar. Gut, dass wir immer gleich einen Ersatzgenerator haben. Mr. Clark? Hallo? Ich muss mit Ihnen sprechen. Wer ist da? Dr. Terence Kine, Wissenschaftsoffizier der Ishimura. Ich habe den Marker für die Kirche untersucht. Ich spreche nicht mehr mit Ornithologen. Aber der Planet wird nicht ruhen, bis der Marker zurück ist. Hauen Sie jetzt nicht ab! Ach nein! Nee.
Der verdammten Unitologen. Vorsicht, radioaktive Strahlung. Vorsicht, radioaktive Strahlung. Ja. Schon mal instabil. Explosive Materialien unter Verschluss halten. Vorsicht, Sprengkopf instabil. Explosive Materialien unter Verschluss halten. Vorsicht, Sprengkopf instabil. Sicherheitsanforderungen gelöst. So, die Dinger haben wir schon mal. Explosive Materialien unter Verschluss halten. Ich habe mir immer noch nicht zum Heilen hier. Sprengkopf instabil. Explosive Materialien unter Verschluss halten. Ich bin ein Idiot. Ich soll ja das verhindern, dass das passiert. Oh, ich hab's vergessen wieder. Ah! Verdammte Axt. Ich hab total vergessen. Tut mir leid, Leute. Ich hab's leider wirklich vergessen. Stimmt ja. Und ich bin Idiot und ich pfeffer noch das Ding dahin. Oh, Mann. Explosive Materialien unter Verschluss halten. Vorsicht, Sprengkopf instabil. Explosive Materialien unter Verschluss halten. Sicherheitshalterung gelöst. Vorsicht, Sprengkopf instabil. Explosive Materialien unter Verschluss halten. Diesmal bin ich aber wirklich vorsichtig. Und weg damit. Das ergibt keinen Sinn. Wenn die Werla nur auf Patrouille war, warum hatte sie dann eine Atombombe an Bord? Und wenn sie ein Ziel hatte, was ist dann noch hier draußen außer uns? Ja, ich weiß. Ich lade gerade den Munitionsbericht herunter. Ich mache dir den Weg zum Maschinenraum frei. Hol den Singularitätskern und lass uns von hier verschwinden. Ja, da hat Isaac vollkommen recht. Die sind doch nicht einfach nur so hier. Einfach nur ein Zufall. Also das wäre mehr als nur ein Zufall so. Und wir glauben nicht an Zufälle. Ach du Kacke.
Mal diese ekelhaften Geräusche. Okay. Dann müssen wir sowieso lang. Und dann gehen wir erstmal hier lang. Okay, wir gehen nicht da lang. Aber da ist irgendwas. Jo, danke schön. Das entschädigt uns ein klein wenig. Irgendjemand jammert hier fürchterlich. Bestimmt irgend so ein Jammerlappen. Verdammtes Speedster, wollte ich gerade sagen. Ach. Die sind mir wirklich die unheimlichsten überhaupt. Weiß ich gar nicht, gibt es hier überhaupt Gondel, Aufzüge, Gondel. Sind die Dinger Gondel und nicht Monorail? Speicherstation, Sauerstoff, Stase, Stopp. Ja, Shop gibt es immer noch. Auch hier, aber gibt es hier wirklich Shops? Speicher, Speicher. Nee. Hier gibt es keine Shops. Nee. Schießstand. Ja. Habe ich ja beim ersten Durchgang nicht wirklich geschafft. Ihr eventuell wisst, falls ihr im ersten Durchgang im Livestream mitverfolgt habt. Weil statt diese Dinger hier abzuschießen, kam hier auf einmal ganze Massen vom Necromorphs, die mich dann getötet haben. Und dann das machte das Ganze nicht wirklich einfach. Habe ich nicht gerade ein zweites Aufkommen? Das war nur der Dingstank gewesen, ne? Also gleich nehme ich das mal mit. Ich werde es mal versuchen. Ich bin ja jetzt mit einem besseren Plasma-Cutter ausgerüstet. Mal sehen, was dann passiert. Schießstand online. Vorsicht, Übung mit scharfer Munition.
Muss ich jetzt wirklich erst auf die Abkamera anschießen? Oder kommen die Necromorphs? Keine Munition mehr? Wie kann das sein? Immer wieder noch genug. Oh fuck, ey. Und dann noch gegen so ein Vieh. Geh kaputt, du Drecksvieh. Habe ich das Ding jetzt gekriegt? Du Mistvieh. Ich tritt dich in Grund und Boden. Boah. Quarantäneabregelung aufgerufen. Fehler. Schießstand außer Betrieb. Bitte Wartung kontaktieren. Leck mich am Arsch, ey. Fuck, ey. Okay. Na gut. Wir haben es geschafft. Ich nehme es mit. Allein. Ja, aber wir haben keine Munition jetzt. Fuck. Fuckity fuck. Dieser Viecher doch noch irgendwie Munition fallen lassen. Das sieht nicht aus. 100 Punkte am Zielstand. Yeah. Ich bin gut, ne? Verdachst. Wir finden noch Munition. Was ist los? Und hab dich nicht so. Du nimmst ein bisschen Klebeband, wickelst da rum und dann tackerst du das mit dem Tacker einfach wieder dran und dann ist alles wieder wie neu. Mann, nun hör auf zu jammern. Bist du ein Soldat oder eine Memme? Mann. Die Soldaten von in der Zukunft sind auch nicht mehr das, was sie mal sind. Lachpfeife. Ja, man, nur weil er einmal abgegangen ist. Lieber Bein ab als Arm. Ey! Ist ja toll. Sonst werden die Dinger immer gleich zerhäckselt.
schwierig ohne Munition. Nichts. Und der andere Arsch. Da noch irgendwas gewesen, oder? Ich hoffe mal nicht. Isaac, hörst du das? Das ist Sam. Da auf dem Ricklink. Habe ich ihn lebendig eingeschlossen? Jen ist tot. Das weißt du. Ich kenne doch meinen verdammten Corporate. Jen, komm rein. Oh Gott, Hammer, nein, tu's nicht. Du wirst es bereuen. Weg mit euch. Und du auch noch. So. Weg. Ich muss vorsichtig sein, sonst bin ich hier gerüstet. Mit der Munition. Ah, zwar nicht viel, aber wenigstens etwas zum Verteidigen. Na komm. Geh zu. Erstenseitig. Sehr gut. Ja, Leute, hättet ihr mal das Ding zulassen wollen? Kommt das an, ob er nicht das selbst ausgebrochen ist? Ich weiß. Ich meine, die hätten das ja wohl sehen können, was da drin ist, oder? Zu spät. Zu spät. Shit happens, würde ich sagen. Shit happens. Aber mehr Munition. Ja, ich weiß, ich habe die anderen Waffen auch, aber nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe sie ja nicht ausgerüstet. Aber ich könnte die natürlich ausrüsten, sobald ich einen Job habe. Aber wir wollten ja das Ganze hier auch nur mit dem Plasma-Cutter spielen. Das ist keine von den Kisten, die man kaputt machen kann. So. Ein bisschen von diesen Dingern hier verteilen. Das könnte eventuell einen noch den Arsch retten.
Phase biologische Gefährdung. Atemminuten eingeleitet. Ich habe ja nicht genug Munition. Naja, da war ja noch was. Was Großes. Uah, das kotzt auch noch. Gott sei Dank ist das mit dem großen, aufgerüsteten Plasmakanner kein großes Problem mehr. Doch gut gemeistert, muss ich sagen. Mit dem Plasma-Cutter. Oh ja. Ja. Ja, mit der Munition. Ja, schön. Ja, damit. Alles, ja, damit. Dann liegt der ganze Dreck hier rum. Können die nicht mal hier aufräumen? Mann. Hier haben wir noch was. Laut Munitionsliste gab es auf der Vella nicht nur eine Atombombe. Sie waren für einen Krieg ausgerüstet. Es war keine Patrouille. Sie wussten von der Ishimura. Irgendjemand wusste es. Wir waren alle schon tot, seitdem wir hier ankamen. Ja. Wer hätte das gedacht? Naja. Dann wollen wir mal weiter. Twinkle, twinkle.